Redo und Weidmanns Heil, liebe Hunter-Freunde, diese Woche unterwegs in Red Feather Falls. Ja, und wer die letzte Folge bis zum Schluss gesehen hat, der hat gesehen, dass wir da einen relativ schönen Wapiti dann noch, geschossen hatten wir ja schon etwas früher, aber dann zum Ende der Folge noch gefunden haben. Und ich würde jetzt sagen, wir marschieren so in Richtung Bärenfass darüber. Dann kann ich das auch noch auffüllen. Mal schauen, vielleicht mache ich dann die Tage auch mal einen Livestream Bärenjagen oder sowas. Schauen wir mal, je nachdem, wie schnell da jetzt auch wirklich die Attraktivität am Fass nach oben schießt. Und natürlich klar, je nachdem, wie ich die Zeit dann auch zum Streamen finde. Denn, ich habe ja jetzt schon ein paar Mal gestreamt, mal auf jeder Plattform einmal. Und, da wurde auch eben immer wieder gefragt, ob ich nicht auch mal der Hunter live streamen könnte. Und das werde ich auf jeden Fall mal tun. Hatte ich sowieso auch mal vor. Hatte halt jetzt so für den Anfang erstmal LS gestreamt. Ja, wenn ich jetzt schon ein festes Datum wüsste, aber ich weiß halt nicht, ich schätze mal, dass bei mir die Streams auch eher etwas kurzfristiger werden, zumindest bis ich dann vielleicht irgendwann mal mir das einrichten kann, dass ich sage, ich mache einen festen Termin, an dem gibt es einen Stream, aber das muss ich natürlich dann auch dementsprechend mit meiner Frau noch absprechen. Denn in der Zeit, in der ich streame, möchte ich natürlich auch möglichst viel Bandbreite des Internets haben. Und das bedeutet dann dementsprechend natürlich auch, dass es dann nett wäre, wenn sie es in der Zeit nicht benutzt. Oder eben nur sparsam. Man gar nicht benutzen ist ja jetzt auch nicht unbedingt notwendig, aber eben sparsam nicht die fetten YouTube-Videos sich anschauen, sondern eben vielleicht nur ein bisschen chatten oder E-Mail schreiben. So, ich gehe hier rüber, denn auf der Karte sieht mir das so aus, als würde da ein Punkt kommen, wo ich übers Wasser drüber gehen kann. Denn hier, das ist, da sehen wir überall die dunklen Flecken, da kommen wir einfach nicht drüber, da ist es zu tief. Und dann müssen wir uns langsam natürlich auch darauf einrichten, dass wir die Augen etwas schärfen. Denn wir kommen langsam dann doch auch ins Bärengebiet. Also könnte auch sein, dass wir irgendwo in der Ferne mal einen Bären entdecken. So, nee, hier geht's noch nicht rüber. Aber da vorne in dem Knick, da ist so viel. Ja, ich würde es als grau bezeichnen auf dem Hunter-Made, wo ich dann doch eigentlich vermute, dass es da dann wirklich mal übers Wasser drüber möglich sein sollte. Ja, Wapiti hatten wir jetzt schon mal ein paar. Jetzt sind eben die anderen Tiere auch mal dran. Weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich bin schon fast am Überlegen, ob ich eine Schnellreise zu meinem Zelt mache und von dort aus dann das Bärenfass aufsuche. Einfach auch, um durch den Positionswechsel vielleicht auch die Möglichkeit, andere Tiere zu sehen, ein bisschen herausfordere. Denn ja, wir können uns alle noch erinnern vor... wann war das? Vor 2 Wochen, vor 3 Wochen, als ich eben zum Verrecken nur eine Tierart, da waren es die Truthähne, entdecken konnte und sonst nichts anderes. Und als ich dann in Waldebar unterwegs war, war es im Prinzip mit dem Bären ja ähnlich. Gut, da war ab und zu mal noch ein Reh dazwischen, aber ja, war sehr bärlastig die Folge. Und ja, jetzt hier bis hierhin eben doch recht Wapiti-lastig. Könnte also durchaus anders sein. Deswegen, komm, machen wir die Schnellreise. Wie weit ist das entfernt?
1310 Meter, das heißt, wir müssten noch zwei Einheiten drauf zahlen. Na, dann gehen wir mal noch ein paar Minuten weiter. Also, wenn wir so bei 2400 Meter auf dem Huntermate angekommen sind, sind wir nah genug am Zelt, dass wir mit einer Campingeinheit hinspringen können. Die kosten zwar nicht viel, wenn ihr die mit GMs kauft, also mit der Währung, die ihr für die Missionen bekommt, aber trotzdem darf man auch da gerne mal ein bisschen sparsam, ein bisschen geizig sein. Man sieht ja, das geht hier relativ schnell. Jetzt sind wir schon bei 2,1. Also einfach noch ein paar Meter weiter. Aber die Ecke hier auch gerade sehr, sehr ruhig. Keine Spuren zu sehen, nichts zu hören. Also hier, ja, sagt sich Fuchs und Hase gute Nacht. Aber beide Tiere gibt es auf dieser Map nicht. Da müssten wir jetzt nach Waldebar. Da gibt's Fuchs, da gibt's, naja, kein Hase, aber Kaninchen. Ist ja ähnlich. Ist ja ähnlich. So. Er ist doch. Zieht sich doch die paar Meter da noch zu laufen. Komm, dann geben wir eben zwei aus. Ich habe ja genug. So, direkt hier in Deckung. Und da haben wir was gehört. Schwarzwedelhirsch, Weibchen dort drüben. Aber Weibchen muss jetzt nicht zwingend sein. Männchen wäre mir lieber. Gehen wir mal hier runter. Schauen mal, was haben wir denn hier für schöne Spuren? Auch Weibchen. Ja, die sind da rüber gezogen und wir haben sie da hinten eben dann eine von denen noch gehört. Ah, Kaka. Und da haben wir einen Bär. Weiblich 40 bis 140 Kilo, also nicht unbedingt so das große Weibchen. Ah, ziehen wir mal hier hoch und ich habe gerade die Schwierigkeiten. Ich hätte meinen Rollladen doch noch ein bisschen weiter runterlassen müssen. Blendet gerade wieder so ein bisschen das Fenster hier in der dunklen Ecke. Und da hinten auf der Insel sehe ich was rumlaufen. Greifen wir schon mal zum Fernglas, aber gehen hier noch ein Stückchen. Und da sind Männchen dabei. Zwei Stück, sehr schön. Da wollen wir also mindestens einen von haben, müssen uns aber noch eine gute Position hier rausholen, ja, damit die nicht ganz weglaufen. Machen wir mal einen Call kurz, denn der eine, sehen wir, der ist rechts schon auf dem Wasser drauf. Und ich hoffe, wenn ich jetzt so Dinger mache, wie sehen wir, dass ihr das jetzt auch wirklich dann seht. Aber der hier ist meiner Meinung nach auch der mit dem größeren Geweih. Wir schauen mal. 15 bis 95 Score. Und was hast du hier? 15 bis 90. Ja, also das ist der, der tendenziell etwas mehr bringen könnte. Liegend geht nicht. Müssen wir stehend schießen. Ah, super. Habe ich natürlich genau in den Kopf geschossen. Aber da ist er umgefallen. Okay. Ja, hatte ein Problem, die Luft anhalten. Das hätte eben nicht mehr lange angehalten. Und habe vergessen, die DPI der Maus runterzustellen. Dadurch doch auch noch ein bisschen mehr Wackeln drin. Weil natürlich da die Bewegungen des Korrigierens fürs Zielen dann doch etwas größer waren. Aber ja, ist ja ein gutes Kaliber und dadurch hier doch den tödlichen Treffer setzen können. Sind wir also, ja, vermutlich Schädel und ein Lungenflügel.
Aber wir werden es dann gleich sehen. So, was ist da drüben am Baum? Da steht auch wieder was. Nehmen wir mal. Ah, es ist ein Weibchen, aber so, haben wir die Sichtung immerhin noch. So, Männchen. Und noch eine Spur. Und noch eine Spur. Und eine kriegen wir noch. Dann haben wir einen eingesammelt. Zack. Ach nee, da ist er schon eingesammelt. 72,715. Ja, ist in Ordnung. Ich habe schon größere geschossen, aber das ist in Ordnung. So, dann streck mal dein Köpfchen ein wenig aus dem Wasser. So, drehen, 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 drehen. Und ein schönes Bildchen. So. Und dann drehen wir uns auch und gehen wieder in die Hocke. Und darüber müssen wir. Da ist ja unser Bärenfass. Das möchte ich ja auffüllen. Da haben wir auch schon wieder eine Schwarzbärspur. Müssen wir also schauen, ob wir da vielleicht sogar auch noch einen Schwarzbär diese Woche erlegen können. Was sagt denn diese Folge? Ah, noch nicht ganz 12 Minuten. Also es wäre auf jeden Fall noch was drin. So, das könnte der andere Schwarzwedelhirsch sein, den wir da ja auch mit gesehen hatten. Wir da jetzt dann auch mal eine Spur dazu hatten. Dann schauen wir mal, da haben wir noch eine Spur. Die nehmen wir natürlich auch mit auf. Alles immer schön analysieren, um da natürlich auch dementsprechend nach und nach sich die Level zu verbessern. So, bevor wir hier ganz wegziehen, drehen wir uns nochmal um. Schauen hier nochmal so ein bisschen drüber. Aber kann ich jetzt im Moment nicht wirklich was erkennen. Ja, da hinten irgendwo müsste noch das eine Weibchen sein, aber ja, nachdem wir da jetzt so einen schönen Hirschen geschossen haben, braucht man nicht unbedingt ein Weibchen. Wobei es im Augenwinkel, glaube ich, gerade wieder sehe. Da hinten. Ja, da kommt zumindest ein Weibchen. Und sieht so ein bisschen Mitte im Bild den Kopf ein bisschen wackeln. Ja, streckt die Nase nach vorne, schnuppert. Und hinten dran ist ein Bär. Ah, manchmal lohnt es sich doch auch mal nach den Weibern zu gucken. Denn da kann man dann auch mal Bären entdecken. Ja, dann ziehen wir doch mal ein bisschen die Richtung. Und ich würde sagen, wir legen mal Geruchsreduzierung auf. Denn Bären haben eine sehr, sehr gute Nase. Und wir wollen ja nicht, dass der uns schon gleich riecht, denn Bären riechen nicht gerne Menschen und ja, suchen dann lieber das Weite. So, ich nehme mal die Waffe, aber ich glaube, ja, da haben wir einfach noch Äste im Weg, aber eine Sichtung. Weibchen 40 bis 140 Kilo, also ja, kein Schwergewicht. Ein, ja, Standardweibchen, sagen wir mal so. Nichts besonders Großes, aber jetzt, ja, ist, oh, was läuft denn da? Ist auch ein Weibchen. Zumindest die Sichtung haben wir da jetzt noch. Und hier. Und der Bär liegt. Wunderbar. Nachladen. Und dann gehen wir Bär einsammeln. Ja, das hat doch schön funktioniert. Und da würde ich sagen, da machen wir hier jetzt auch, dass wir den Bär oder die Bärin,
jetzt in dieser Folge noch sammeln. Ich stehe aber mal auf. Wir haben ja gerade auch laut geschossen. Da können wir dann ruhig auch mal ein paar Meter aufrecht laufen. Da verschlimmern wir die Lage jetzt hier nicht, denn mit dem lauten Schuss haben wir eh erstmal einen Haufen vertrieben. Und in der nächsten Folge suchen wir das Bärenfass auf, füllen auf und dann schauen wir mal, was haben wir jetzt auf dieser Map noch nicht. Wir haben noch keinen Weißwedelhirsch und wir haben noch kein Elch auf dieser Map jetzt in dieser Woche erlegt. Also ja, Elch haben wir hier in der Gegend auch welche. Vielleicht finden wir ja da noch was. Und ja, Weißwedel müssen wir mal schauen. Sind jetzt hier in der Ecke nicht ganz so viel. Da werden wir dann doch wieder ein bisschen wandern müssen. So, da hinten hat man eben kurz ein paar Wellen gesehen. Da ist irgendwas geflüchtet. Ah, da sieht man. Hoppala, ich wollte nicht pfeifen. Ah, das ist das Weibchen. Und jetzt läuft es sogar auf uns zu. Mehr oder weniger. Na gut, lassen wir das Weibchen mal Weibchen sein. Wir beenden die Folge beim Einsammeln der Bären. Und ja, mal schauen, ob wir in der nächsten Folge dann uns noch um das Weibchen kümmern oder ob wir direkt zum Bärenfass weiterziehen. So, was haben wir denn hier? 102,4 Kilo hat sie dann gehabt. 15er Score. Ja, ich denke mal, für ein Weibchen ist das in Ordnung. Rechte Lunge, Herz getroffen. Sehr schön. Ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.